Motorisierte Seilrutsche. Nutze Seilrutschen in beide Richtungen. Ach, ist das ein geiler Traum. Das gefällt mir. Das habe ich mir gewünscht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order Folge 19. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben, glaube ich zumindest. Ah genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Sind natürlich ein bisschen zurückgesetzt worden, weil wir das Spiel neu gestartet haben und ich glaube, ich habe jetzt knapp 2 Wochen nicht gespielt. Lag daran, weil ich dann noch andere Sachen produzieren musste und dann lag es noch daran, dass ich dann die ganze Woche damit verbringen durfte, meinen PC komplett platt zu machen und so ein Mist. Hätte ich auch so verzichten können, Alter. Das habe ich natürlich wieder alles vergessen hier, ne? So. Hier waren noch auch irgendwo Wölfe, ne? Ne? Habe ich es doch noch genau gewusst, ihr Säcke. Und den müssen wir auch wieder, ne? Ja, du mit deinem Doppelangriff. Du kannst mich mal verpissen, Alter. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Na, was mit dir? Jo. Jo, Digga. Alles klar. Willst du mal klettern jetzt? Zack. Was? Was? Hä? Was? Reese, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade... nicht beschäftigt. Nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Hier sind 2 abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich... gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Ja, ich hab das Spiel neu gestartet, Digga. Dementsprechend... muss ich mal ganz kurz hier, ne? So. Sonst hat er hier irgendwas gemacht. Hey, Junge, was? Muss schon bitten, Alter. Ja, das sieht auch gut aus. Ah. Hä, wieso ist denn der auf einmal gestorben? Hä? Verträgt er Wasser nicht, oder war das gerade irgendwie... Oder war der schon down, oder ich weiß es doch. Labert mich nicht voll. Wir machen jetzt einfach weiter. Wäre nett, wenn wir jetzt mal auch weiterkommen. Ich glaube, wir waren da oben schon drin. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, Alter? Da sind schon wieder so eine Böcke, Alter. Habe ich gar keinen Bock drauf. Auf diese Keks. Ah, es ist wunderschön. So. Ich bin ja mal gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Sie beobachten uns. Hey. War da nicht noch irgendeiner dann? Nee, es war dann irgendwo. Wo denn? Also. Wow, chill mal. Ja, Junge, jetzt chill mal. Ja, genau, hier waren wir ja schon. Das heißt, wir waren hier oben drinne. Ja, komm, Digga, Alter. Okay.
Junge! Hauptsache, ich schieß ihn weg! Und dieser Penner kommt trotzdem zu mir, Alter. Er ist kommt nicht schon wieder. Ich höre dich, BD. Suchtruide hatten wir alle schon gelesen, brauchen wir jetzt nicht machen. Junge, so, ey. Komm! Junge. Dieser Saftsack wieder keine Macht hat, dieser Idiot. Müssen mehr Machtpunkte stecken. Ich sehe das schon. Ein Stim, Baby. Ja. Hier hast du doch. Quatsch. So. Ich glaube, hier dürfen wir auch gewesen sein. Ich erinnere mich zumindest an das hier nicht, oder? Commander starb durch ein Lichtschwert. Ein toter Klon, der allerdings nicht durch den Absturz starb. Er scheint von einem Lichtschwert getötet worden zu sein. Inquisitor? BD, du müsstest hier etwas überladen. Das war's dann schon. Jo. Was denn jetzt? Brauchen wir erstmal nicht. Dankeschön. Hier geht's weiter, ne? Gucken wir uns nochmal hier kurz um. Oh. Schön. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal. So. Ah. Kommt man auch mal weiter. Das ist ja schön. Wow. Chill mal deine Base. Okay? Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Es ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Imperiale Grabungsstätte. Wir haben einen Punkt, das ist super. Da werde ich doch gleich mal meine Leben regenerieren. Dann sind wir das Problem nämlich los. Und haben erstmal wieder ein bisschen Leben. Nun gut. Danke für die Hilfe. Ja. Richtig gut. Nee. Chill mal. So. Mal gespannt, was uns hier erwartet. Habt ihr Bewegung gesehen? Oh, fuck. Wow. Achtung vor dem Projektil. Oh, nee, nicht die Dinger. Wow. Ja! Boah, ja klar, Alter, hat er mich erwischt. Ein Rennling ist im Schlag ausgewichen. Ey! Ja, ich hocke zwei davon, Alter, was zum Fuck? Treff doch mal mit deinem Scheißschwert, Junge. Tu doch nicht immer so behindert.
gut gemacht. Ist ja mal wieder ein Stim verbraten, aber den haben wir ja durch das Respawn wiedergekriegt. So. Bereit für eine Seilrutsche? Hm. Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Motorisierte Seilrutsche. Nutze Seilrutschen in beide Richtungen. Ach, ist das ein geiler Traum. Das gefällt mir. Das habe ich mir gewünscht. Das habe ich mir wirklich gewünscht. So, hier kommen wir nicht durch, ne? Junge, da ist doch noch was. Also, jetzt kommen wir damit vielleicht dahin, ne? Ja, ich weiß auch schon wie, glaube ich. Glaube ich. Gehen wir, BD. Ich gönne mir das jetzt mal eben trotzdem, weil wir jetzt eh woanders hin müssen. Dann können wir auf die Gegner mal eben kurz scheißen. Den Zusatzstim, den können wir uns mal nehmen. Gute Arbeit, BD. So, hier waren wir eh noch nicht. Da sind ja schon wieder direkt welche. Da ist ein Traum. So. Junge, ich verstehe einfach nicht, was das soll. Ganz ehrlich, ich kann jetzt hier unten. Bringt ihn zur Strecke. Ich brauche Hilfe. Vorrücken. Jetzt. Ich brauche Zeit. Macht ihn fertig. Spaß, ne? Ohne Witz. Geht mir sowas auf den Sack, ey. Ja. Trotzdem, keine Chance. Warten, machen wir nachher. Danke, Kamera. Dafür? Ja, die Sprintentaste hätten sie echt mal woanders hinlegen können. Oh, hier geht's nämlich auch weiter. Joa, okay, warte mal. Mach mal hier. Warum muss es immer so viele Richtungen geben, Alter? Ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen. Boah. Schön. Das wollte ich wissen. Auch interessant. Ah, cool. Nee, Moment, das ist eine ganz doofe Idee, was ich da jetzt mache. Ist eine ganz blöde Idee. Hey, Idee. Das würde sich jetzt nicht lohnen, leider. Aber immerhin, so kommt man schnell wieder zurück. Ist ja auch nicht schlecht. Dann machen wir erstmal das hier. Das ist lieber weiter links, das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Was haben wir denn da? Wow, ja. Chill mal. Wie die immer noch versuchen, irgendjemanden mit in den Tod zu reißen, ne? Ist unfassbar.
Ach so, jetzt sind wir hier. Ha, siehst du? Ihr Penner, seid wieder da. Zum Glück müssen wir da nicht mehr hin. Du machst aber nicht den Schild aus, oder? Mach den Schild aus. Was ist das? Sofort weg da! Feuer frei! Oh ja, da ist so ein Ding. Hm? Auf der Suche nach Sepho-Artefakten hatten diese Sturmtruppler eine gleichermaßen unerwartete wie schreckliche Begegnung mit einem Grabwächter. Upsi. Ja, warte mal. Ja, okay. Hm. Ach ja? Sehe ich ein bisschen anders. Hä, Digga, ich mach die ganze Zeit Verteidigung? Du entkommst mir nicht. Bedrohung neutralisiert. Das ist absolut lächerlich. Er kann mir doch keinen Schaden zufügen, wenn ich die ganze Zeit auf Blocken drücke. Beim roten Angriff, klar. Aber er hat mir bei je, also... Hier. Macht wieder gar keinen Sinn, Alter. Logik ist mal wieder klein geschrieben in diesem Spiel. Ist wieder wunderbar. Muss mal auf die Zeit gucken. Ein bisschen ist nämlich noch da. Oh. Ja. Ha. Hoffentlich hat's wehgetan. Ihr dürft nicht die Letzten sein. Ich krieg ihn nicht. Er hat Schaden erlitten. Ja, komm, Alter. Bin ich der Einzige, der hier kämpft? Er ist getroffen. Ja, Junge, er macht beide hier rot, Alter. Ich hab einen von uns erwischt. Wir können gar nicht verlieren, stimmt's? Bleib stehen. Will die so passen, Alter, wa? Er gehört mir! BD, hilf mir bitte. Ich schulde dir was. Ja. Gegner ist in erhöhter Position. Nee. Du bist enttarnt. Kannst du noch was außer rumrennen? Komm schon, Jedi, kämpfe! Ja, mach ich. Okay, macht jedes Mal Schaden! Auf deine Füße, Jedi! Jetzt. Ihr merkt es doch, wie ich die ganze Zeit auf Blocken drücke. Es macht einfach überhaupt null Sinn. Wollte ich gerade gar nicht drücken, dankeschön. Penner. Aber nur lächerlich, Alter. Was glaubt ihr, wer der ist, Alter? Schön hier mit Cheats, Alter, hier, ne? Ja, da fühlt sie sich gut, wa? Schön Cheats hier anmachen, wa? So. Warten wir jetzt hier. Wollte gerade sagen. Ein alles zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Destruktive Maßnahmen. Von einem Arbeiter zurückgelassene Werkzeuge, die fieberhaft nach Sepho-Relikten suchten, ohne dabei seine Umgebung zu beachten. Ja, das ist ja wunderbar. Nicht
Tja, doof gelaufen. Hm. So, Freunde, ich würde jetzt auch erstmal sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann an genau dieser Stelle hier weiter. Da hinten ist auch der nächste Speicherpunkt. Das ist ja schön. Ja, und dann gucken wir mal, wohin uns die Reise führt. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.